muss ganz, ganz schnell die Kamera anmachen, damit ihr noch ganz kurz, ach, jetzt bin ich in die falsche Seite gerutscht, einen kurzen Blick auf Snooker werfen könnt, die jetzt gerade, also da war sie, ihr könnt ja gleich nochmal auf Anfang spulen. Das war Snooker für alle, die sie nicht gesehen haben, bisher noch nicht gesehen haben. Ich habe ja zwei Katzen, das weiße plüschige Monster. Da. Und das kleine süße schwarze Ding, das immer sehr, sehr schüchtern ist. Ja, es ist schon wieder eine Woche rum und die Zeit rast irgendwie. Letzte Woche war bei mir ist im Moment unspektakulär. Nicht so mega spektakulär. Ich hoffe, dass. Was machst du denn da? Na, Mäuschen? Was ist los? Ich hoffe, dass es in den nächsten Wochen ein bisschen spektakulärer wird. Ich werde demnächst nach Hamburg wahrscheinlich müssen und hoffe, dass ich da 1, 2, 5, 20 von euch sehen kann. Ich werde demnächst wahrscheinlich nach NRW müssen und da gilt dasselbe. Ich hoffe, dass ich da ein paar von euch mal sehen kann. Das wäre total schön. Ansonsten habe ich letzte Woche mit der Hose zusammen Overwatch angetestet, angespielt. Falls ihr das noch nicht in den Videos angeguckt habt, müsst ihr unbedingt reingucken. Es hat mega viel Spaß gemacht. Diese Woche habe ich mir auch jemanden eingeladen. Oh ja, jetzt muss ich die Leckerli hier verstecken. Ich habe es nämlich schon vorbereitet. Diese Woche habe ich mir auch jemanden eingeladen. Das werdet ihr morgen dann sehen. Morgen ist da die erste Folge online. Hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe auch schon für nächste Woche was in Planung. Ich bin gespannt. Wie ich schon gesagt habe, das mit jemandem zusammenspielen macht doch noch um einiges mehr Spaß als so Let's Plays alleine. Wobei dies wird es auch weiterhin geben. Na, schnüff, schnüff, schnüff. Hier riecht es nach Leckerli. Na, vielleicht könnte ich da. Die sind unter meiner Hand. Ey, du bist so ein. Das müsste ich euch eigentlich mal zeigen. Wenn ich jetzt aber die Hand wegmache, Moment. Versuche das mal so. Ich muss euch das mal zeigen hier. Also, ja, mein Schreibtisch sieht aus wie Sau, wie ihr seht. So, hier sind die beiden Leckerli, die er nachher haben möchte. Und die riecht er nämlich jetzt schon. Oh, ist das, riecht das lecker? Oh ja. Er ist schon so ein verfressenes kleines Biest. Wo sind sie? Wo sind sie? Da sind sie. Guck mal. Nee, du müsstest jetzt ausdrucken. Da. Ich bin gemein. Oh, Schnubbelmaus. Du kriegst doch gleich was. Du kriegst doch gleich was. Übrigens, was ihr hier seht, sind die Zahlen für die Golflöcher, wie schnell man da sein darf. Golf haben wir letzte Woche. Warte, ich mach mal wieder so. Mal wieder verstecken hier. Golf haben wir letzte Woche ganz, ganz viel gespielt. Mega cool für alle, die es noch nicht haben. Golf with Friends gibt es bei Steam. Ist irgendwie so 6, 8 €. Gibt es leider nicht bei Instant Gaming, sonst hätte ich euch das natürlich gesagt. Was wir auch viel gemacht haben, war LOL. Ich möchte unbedingt bald Level 30 sein und noch ein bisschen intensiver spielen. Ich habe heimlich mittlerweile Caitlyn geübt, werde Malphite noch probieren. Alter, du bist so gierig. Bleib aber noch ein bisschen bei Teemo und guck mal, was ich sonst noch so rocken kann. Hoffe natürlich, dass wir die Woche noch ein bisschen LOL zusammen spielen können. Das würde mich mega freuen. Und jetzt verrate ich euch, was ich dabei habe für das Zufall-Game. Einmal haben wir Darkest Dungeon, das war nämlich letzte Woche in der Auswahl und Kiro hat sich für was anderes entschieden. Und DuckTales. DuckTales Remastered habe ich gefunden, gibt es bei Instant Gaming für 5 €. Sonst überall zwischen 11 und 13. Ja, das ist Schleichwerbung, Produktplatzierung und noch irgendwas. Nee, es ist tatsächlich das Günstigste für euch. Ihr könnt es auch irgendwo anders holen, falls ihr es angucken wollt. Falls ich es überhaupt jetzt spielen darf. Ich habe es mir schon geholt. Ich will es auf jeden Fall spielen, egal was die Katze sagt. Beziehungsweise selbst wenn die Katze was anderes sagt, können wir es ja nächste Woche machen. Jetzt ist er gerade rausgelaufen. Mäuschen, wir haben Darkest Dungeon, einen hellen Stern und DuckTales, einen dunklen Stern. Ich habe es auch auf die beiden Zettel draufgeschrieben. Meine Sauklaue wieder. Sieht man das? DuckTales dunkel. Und Dungeon Hell. So, Mäuschen. Du musst wieder entscheiden. Ich leg dir die beiden dahin. Da, bam, 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 DuckTales. Wuhu. Na, ist es da hinten dein Biber? Ich tue so, als würde ich es wegschmeißen, damit er kurz abgelegt ist. Und dann lege ich sie beide hin. Das ist übrigens sehr gemein. Habt ihr gesehen? Oh, wie fies. So, jetzt liegen sie beide da. Jetzt liegen sie beide da. Wer sieht sie nicht? Man ist natürlich auch dunkler Boden. Oh, ja, doch, nee, doch, da. Oh, ja. Frisst ihn oder frisst ihn nicht? Frisst ihn. Das war der Helle. Zuerst der Helle, dann der Dunkle. Hell war, was war hell? Das muss ich nochmal gucken. Ich kann mir sowas ja keine 2 Minuten merken. Darkest Dungeon.
Dann spielen wir diese Woche, er macht immer das, was wir letzte Woche nicht hatten. Dann spielen wir diese Woche Darkest Dungeon. Das heißt, das ist das Let's Play, was ihr euch gleich angucken dürft. Wie gesagt, morgen mit jemand anderem nochmal was zusammen gemacht, was sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und dann geht es die Woche natürlich auch nochmal weiter mit unserem kleinen Jarny und mit Uri. Und hoffentlich kriege ich auch noch eine Folge The Walking Dead aufgenommen. Falls nicht, sehen wir uns... Falls ihr die Videos nicht gucken könnt, sehen wir uns auf jeden Fall im Stream. Ich freue mich darauf, wünsche euch eine ganz wundervolle Woche und sag bis zum nächsten Mal, Schmusis, macht's gut.